Hallo, ich bin Aria vom Player Support. Verbindungsprobleme oder Lags bei League of Legends werden oft durch die Firewall deines Computers verursacht. Bei zu strengen oder unpassend konfigurierten Firewall-Einstellungen kann es Probleme beim Patchen, Einloggen und Wiederverbinden geben, sowie zu Verbindungsabbrüchen von PvP.net, zu Maestro-Fehlern und sogar zum Hängenbleiben in der Champion-Auswahl kommen. Windows und Mac haben eigene Firewall-Versionen, ebenso wie viele Drittanbieterprogramme wie Antivirensoftware. Riot Games arbeitet mit Firmen wie McAfee und Symantec zusammen, damit League of Legends von diesen als vertrauenswürdig eingestuft wird. Veraltete Versionen von Antivirenprogrammen könnten ebenfalls dafür verantwortlich sein, dass League nicht richtig funktioniert. Mit einem Update könnten die Verbindungsprobleme möglicherweise schon gelöst sein. Sehen wir uns die Windows Firewall an. Mac-Benutzer können direkt zum entsprechenden Abschnitt im Video springen. Ob die System-Firewall für Verbindungsprobleme sorgt, testet man am besten, indem man sie deaktiviert und versucht, sich mit League of Legends zu verbinden. Kein Grund zur Panik. Dein PC ist sicher, solange du verantwortungsbewusst und sicher handelst, während du im Internet bist. Also keine zwielichtigen Websites, Jungs und Mädels. Rufe zuerst die Systemsteuerung auf. Dann System und Sicherheit. Windows Firewall auswählen. Klicke auf Windows Firewall ein- oder ausschalten. Dann auf Windows Firewall ausschalten. Logge dich bei League of Legends ein, um deine Verbindung zu prüfen, sobald die Firewall deaktiviert ist. Falls du Drittanbieter-Firewalls hast, musst du diese manuell deaktivieren. Jede Firewall ist anders und muss auch anders deaktiviert werden. Sieh auf der Herstellerseite nach, um mehr zu erfahren. Wenn das Deaktivieren der Firewall hilft, kann man sie wieder aktivieren und League manuell als Ausnahme hinzufügen, damit sie beim Spielen aktiv ist. Gehe dazu zurück zum Windows Firewall-Fenster. Klicke auf ein Programm oder Feature durch die Windows Firewall zulassen. Wähle dann Einstellungen ändern. Scrolle durch die Programmliste, bis du League of Legends siehst und klicke auf das Kontrollkästchen daneben. Erscheint League of Legends nicht auf der Liste, klicke auf anderes Programm zulassen. Suche League of Legends in der Liste und wähle hinzufügen. Klicke dann auf die Kontrollkästchen neben League of Legends. Das war's. Nach den Windows Firewalls sehen wir uns jetzt den Mac an. Bei Mac Firewalls gibt es eigentlich keine Probleme mit League of Legends. Verbindungsprobleme liegen meist an DNS-Problemen oder der Pufferung von Datenpaketen, wofür es auch nette Videoanleitungen gibt. Sollten diese Lösungen nicht funktionieren, probiere Folgendes. Auf die Apple-Menü-Taste klicken. Systemeinstellungen wählen. Sicherheit. Dann auf Firewall klicken. Und auf Stoppen. Überprüfe erneut deine Verbindung bei League, sobald die Firewall deaktiviert ist. Das wär's zu Firewalls und League of Legends. Hoffentlich sind deine Probleme gelöst. Ansonsten schreibe einfach dem Support von Riot Games auf support.riotgames.com.